Hallo, ich bin Jenny und ich freue mich, dass du auch im Mastery-Video wieder dabei bist. In diesem Video bist jetzt du gefragt. Ich werde dir ein Erlebnis von Hubert Hubertikus erzählen, dann drückst du auf Pause und versuchst, die Aufgabe selbstständig zu bearbeiten. Wenn du fertig bist, dann klickst du auf Play und ich zeige dir verschiedene Möglichkeiten, wie Hubert sein Problem gelöst hat. Hubert hat einen Mozartkugelautomat entdeckt. Der Automat enthält 2 Kilogramm Mozartkugeln. Dabei steht ein Schild mit der Aufschrift 100 Gramm Mozartkugeln kosten 1,80 Euro. Hubert hat noch 15 Euro in seiner Hosentasche. Er bestellt 6/20 von allen Mozartkugeln. Berechne, wie viel Geld Hubert anschließend noch übrig hat. Drücke jetzt auf Pause und bearbeite die Aufgabe selbstständig. Na, konntest du die Aufgabe lösen? Schauen wir uns jetzt gemeinsam 2 Möglichkeiten an, wie Hubert gerechnet hat. Zuerst lesen wir die Angabe noch einmal aufmerksam durch. Wir wissen, dass Hubert 6/20 von 2 Kilogramm Mozartkugeln kauft. Beim ersten möglichen Lösungsweg rechnen wir zuerst mit Angaben in Kilogramm und rechnen anschließend in Gramm um. Bei der Multiplikation einer Bruchzahl mit einer natürlichen Zahl wird aus dem von ein Mal. Das hast du mit Hubert schon gemeinsam entdeckt. Wir schreiben also 6/20 mal 2 Kilogramm. In der Rechnung lässt sich durch 2 kürzen. Wir erhalten 6/10 Kilogramm als Ergebnis. 6/10 Kilogramm können wir auch als 600 Gramm anschreiben. Wieso, fragst du dich? 1 Kilogramm entspricht 1000 Gramm. 6/10 Kilogramm bedeutet 6/10 von 1 Kilogramm, was wir auch als 6/10 mal 1000 Gramm anschreiben können. Nach dem Kürzen durch die Zahl 10 erhalten wir 600 Gramm als Ergebnis. Jetzt wissen wir schon, dass Hubert 600 Gramm Mozartkugeln gekauft hat. Wir wissen aber noch nicht, wie viel Geld er dafür bezahlt hat. Auf dem Schild konnten wir lesen, dass 100 Gramm 1,80 Euro kosten. Hubert kauft 600 Gramm. Daher müssen wir mit 6 multiplizieren, weil 100 in 600 6-mal enthalten ist. Wir rechnen also 1,80 mal 6 und das ergibt 10,80, also 10,80 Euro. Haben wir die Aufgabe jetzt schon vollständig gelöst? Nein, Achtung! Gefragt war, wie viel Geld er von seinen 15 Euro noch übrig hat. Wir ziehen also von 15 Euro 10,80 Euro ab und das ergibt 4,20 Euro. Hubert hat also anschließend noch 4,20 Euro übrig. Schauen wir jetzt zur zweiten Möglichkeit. Hier hat Hubert zuerst von Kilogramm in Gramm umgerechnet und dann erst zu rechnen mit der Bruchzahl begonnen. 2 Kilogramm entsprechen 2000 Gramm. Wir können also schreiben 6/20 mal 2000 Gramm und durch die Zahl 20 kürzen. Das ergibt wiederum 600 Gramm. Die restliche Rechnung erfolgt dann gleich, wie wir es zuvor besprochen haben. Hubert bleiben also wieder 4,20 Euro übrig. Du siehst, dass beide Rechenwege zum selben Ergebnis führen. Wähle also jenen, der dir leichter fällt. Huberts letztes Abenteuer ist ziemlich knifflig, aber auch sehr wichtig für ihn. Da musst du jetzt voll bei der Sache sein. Bist du bereit? Hubert entdeckt einen Stand für das Autodromfahren. Er findet 4 Spielchitons in seiner Hosentasche. Ein Chiton gilt für eine Fahrt mit dem Autodrom. Bei der Kasse liest er das Schild, eine Fahrt dauert 1/10 von einer Stunde. Was für eine komische Zeitangabe, wundert sich Hubert. In einer halben Stunde fährt Huberts Zug ab. Seine Gehzeit zum Bahnhof beträgt 5 Minuten. Kann Hubert alle Chitons einlösen und trotzdem seinen Zug erreichen? Jetzt bist du gefragt.
Schreibe zuerst eine Vermutung auf. Drücke auf Pause und überprüfe deine Vermutung, indem du nachrechnest. Schon wieder zurück? Hubert und ich haben in der Zwischenzeit die wichtigsten Informationen aus der Angabe markiert. Ich zeige dir jetzt einen ersten möglichen Lösungsweg. Bei diesem Lösungsweg rechnet Hubert zuerst alle Angaben in Minuten um. Die Hälfte von einer Stunde sind 30 Minuten. Ein Zehntel von einer Stunde sind 6 Minuten. Wieso, fragst du dich? Dann blende ich dir hier die Rechnung ein. Bedenke dabei, dass eine Stunde 60 Minuten hat. Wir rechnen also 4 mal 6 Minuten, weil Hubert 4 Spielchitons einlöst, plus 5 Minuten Gehzeit. Wir erhalten 29 Minuten als Ergebnis. Weil 29 kleiner als 30 ist, erreicht Hubert seinen Zug rechtzeitig. Trödeln darf er dabei aber nicht. Bei einem anderen Lösungsweg rechnet Hubert alle Angaben in Bruchteile von Stunden um. 5 Minuten entsprechen einem Zwölftel von einer Stunde. Wieso, fragst du dich? Ich blende dir hier die Rechnung dazu ein. Dann rechnen wir mit demselben Gedankengang wie vorhin weiter. 4 mal ein Zehntel, weil Hubert 4 Spielchitons einlöst, plus ein Zwölftel, das entspricht der Gehzeit. Die Zahl 4 wird nun mit dem Zähler der Bruchzahlen multipliziert. Der Nenner bleibt gleich. Wir können also die Rechnung 4 Zehntel plus 1 Zwölftel anschreiben. Erinnere dich, zwei Bruchzahlen können nur addiert werden, wenn sie denselben Nenner haben. Der gemeinsame Nenner von 10 und 12 ist 60. Wir erweitern also die 4 Zehntel, indem wir Zähler und Nenner mit 6 multiplizieren und ein Zwölftel, indem wir Zähler und Nenner mit 5 multiplizieren. So können wir schreiben 24 Sechzigstel plus 5 Sechzigstel und das ergibt 29 Sechzigstel. 29 Sechzigstel sind kleiner als 30 Sechzigstel und das ist ja genau ein Halb. Auch über diesen Lösungsweg wissen wir also, dass Hubert rechtzeitig seinen Zug erreicht. Wie du siehst, sind manche Lösungswege langwieriger oder umständlicher als andere. Sie führen trotzdem zum selben Ergebnis. Überlege dir aber schon beim Lesen der Angabe, wie du die Aufgabe am einfachsten lösen kannst. So, Hubert ist rechtzeitig bei seinem Zug angekommen. Er verabschiedet sich jetzt von dir, genauso wie ich. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Tschüss!